die hier gegeben. Unser Land, es geht hier durch auf Deutschland zum Adolf. Ich habe gesagt vor ihnen, warum schickst mich du, ich gehe zum Adolf? Hier bin ich geboren, hier bin ich aufgezogen, in die rumänische Schule bin ich gegangen. Warum schickst mich du dort? Warum? Na, hier ist unser Land. Jetzt, sie laufen alle weg in Deutschland, in Spanien. Ich laufe nicht weg. Viele haben gesagt, meine Fabrik Junge, wie er, hat gesagt, Janusz Baci, sie haben enger Namen, Decker, ich möchte sein in Deutschland schon von 10 Jahren. Bei mir kommt kein Mann nicht herein in mein Haus. Nein. Er kommt, also ich, na, rede ich ihn, aber so, kein Mann brauche ich nicht haben, ich bewege. Ich habe mich abgeschworen, dass ich brauche kein Mann nicht haben. Einen habe ich kommt und mehr nichts. Siebzerei hat keine rumänische Familie nicht gewohnt. Da haben alle Deutsche gewohnt, da war keine rumänische Familie nicht. Die rumänischen Familien waren bis in der Wale, in Ginste, wie sagen, auf die Podori. Die gehen herauf. Na, und da war lauter deutsches Volk. Da fahren wir die Siebzerei, das ist alles weg, weg. Hierher sind blieben, ein paar Alte sind geblieben. Sehr gut war mit den Juden. Dort haben wir gewohnt und alle Nachbarn waren Juden. Und dort, wo der Dr. Lasu, dort war eine jüdische Kirche. Eine große Kirche. Er hat das abgekauft von Land da und er hat dort das Zimmer gebaut. Weißt du, wo wohnt der Dr. der Lasu? Ich weiß, wo die Synagoge war, ne? Na, dort war die jüdische Kirche. Und alle Nachbarn waren Juden. Und ich mit die Schwester haben wir gespielt mit den Kindern, mit den Jüdischen. Habe ich auch geredet Jüdisch gut, Thomas. Und verstehe ich noch jetzt. Hebräisch, Hebräisch haben wir nicht verstanden. Aber sie haben gesprochen so Jüdisch, bald so wie uns Deutsch. Wir haben alles verstanden. Die Männer da so draußen, die Juden, die Deutschen, die Rumänen, auch die Rumänen haben gewusst. Sie haben alle Jüdisch. Wann war dein Jutschisch nieder, haben die Jiddisch gesprochen. Wann war dein Ungar, haben die Ungarisch gesprochen. Die Rumänen haben ja da gewusst, Ungarisch, Deutsch, alles haben gesprochen, die Eltern. Nur wann haben weggetragen die Juden. Sie waren in Ghetto, da war ein Ghetto dort. Und dort haben die eingesperrt und waren 2 Wochen waren dort eingesperrt, die Juden. Haben zusammengeklappt, die Juden, alle. Alle von Zimmern weggetragen und da oben auf die Obrege, dort war der Ghetto. Ich habe nichts gegen den Ghetto. Ich bin nicht keine Schandorten. Da haben sie die Juden. Weil wir haben mit Juden nicht schlecht gelebt. Wir haben sich verstanden. Wir sind, da in Wischau war so ein Volk. Wart Rumäner, wart Deutsch, wart Ungar, wart Juden, wart Russen, so war da im Wassertal. Ist ein Ort, wo sind Russen. Na, die haben alle so gelebt wie zugleich. Sie haben zusammen gearbeitet, sie haben zusammen gelebt, alles zusammen. Und so haben wir sehr gewandt. Und wenn sie kommen und zusammengelebt und sind wir hinausgegangen, haben wir geschaut, wie tragen und alle weg. Wei. Und ich war dort oben, beim Ghetto war ich, habe ich geschaut. Frieda hat sie geheißen. Ist jetzt wie die Arme durchgerutscht, war sie nicht kaputt. Ich bin gegangen heraus und ich schaue, sag ich, diese Frau kenne ich von wenig. Und komme ich so nachher mit ihr, ich schaue an, das ist ja die Frieda. Ich bin so stempelig, ich habe nicht gewusst, was soll ich sagen. Sie schaut mich so an, sagt sie, Ergi, du erkennst mich nicht. Wir haben es so gemeint, wir haben sich zusammen, Frieda, sag ich, du lebst. Sie ist mir nicht vorgekommen. Sie hat so gewandt, das nur. Sagt sie, du hast keine Ahnung, durch was bin ich durchgegangen. Wie er hat gelebt, hat er gemacht, er war in den Krankenurlaub. Ein Kranker war der, 18 Jahre war der krank. Und nachdem hat er nichts gemacht, nur in die Pension war und hat er das gemacht. Dass wir haben was zu essen, weil war sehr schwer in Romania und auch jetzt ist es noch schwer. Und warum haben Sie die Marmelade seitdem ich nicht... Ich habe arme Tiere. Ein Denzeichen, mein Mann. Dieses Hinausgehen, diese Schwierigkeit, anfangen ein anderes Leben, nicht?
dort, sie sind ja auch hinkommen auf nichts, nicht in deine Lager. Dann musst du ja ein Heimat machen, du musst dir ja Arbeit suchen. Es hat es auch so kalt gemacht, so abgekehrt auch. Ich habe gesehen, wie sie sind schon gekommen, sag, ihr seid nicht das, was ihr seid wegen.